Yes, gentle people, wir sind hier im Planet Earth Studio in Berlin und wir schwelgen jetzt ein bisschen in Erinnerung und gehen back in time, in diesem Sinne. Also Trotting On war das erste Album, damals noch unter Mr. Gentleman, weil es gab irgendeinen schwedischen Rockmusiker, der Gentleman hieß, und deswegen musste man irgendwas davor finden noch. Und es war so, dass ich damals viel mit den Soundsystems durch das Land getourt bin. Und wir waren irgendwann in Stuttgart und hab Max das erste Mal getroffen. Und habe irgendwie zwei Songs gesungen und er fand den Vibe cool. Und dann waren wir am nächsten Tag im Studio und haben Tabula Rasa eingesungen. Durch Tabula Rasa bin ich dann mit Freundeskreis getourt und habe die Fantas kennengelernt. Und jetzt auch rückblickend bin ich mega dankbar für dieses Vertrauen, was die Fantas mir auch gegeben haben. Also ein Typen zu sein, der auf Patois singt und der noch keinen Song aufgenommen hat. Gesagt haben, ja, flieg nach Jamaica und komm mit dem Album zurück. Und wir sollten in ein paar Wochen dieses Album machen. Und waren im Hotelzimmer und kannten keinen. Und haben das gelbe Seitenbuch rausgeholt und haben halt die ganzen Studios angerufen und Produzenten. Es hat sich aber keiner gemeldet und irgendwann kam Richie Stevens und wollte uns treffen. Und Richie Stevens war damals schon der Superstar. Und das war eigentlich so der Anfang für mich, in Kingston Fuß zu fassen. Deswegen bin ich Richie auch ewig dankbar, dass er mir eine Chance gegeben hat damals. Und ich habe über Richie Stevens dann Bounty Killer kennengelernt. Und da fing irgendwie das an, dass ich in Jamaica auch so Fuß gefasst habe. Und Trotting On war halt das erste Album, also auch noch in Deutschland produziert, aber auch viel in Jamaica. Trotting On hatte dann so einen Achtungserfolg. Und auch dafür bin ich mega dankbar, dass irgendwie mir dann noch die Chance gegeben wurde, so mach noch ein Album. Weil bei ganz vielen Labels wäre, wenn das erste Album nicht funktioniert, dann war es das halt. Dann kam Journey to Jah. Und als ich dann wieder nach Jamaica flog, um Journey to Jah aufzunehmen, war ich noch mal erfahrener als bei Trotting On. Trotting On war noch geprägt von absoluter Nervosität und überhaupt nicht wirklich einen Plan haben und so. Und Journey to Jah war dann schon fokussierter. Das Album wurde in den Tuff Gang Studios aufgenommen. Das ist das legendäre Studio von Marley, wo immer noch dasselbe Mixing Board ist. So eine kleine Anekdote, wo ich einen Spliff gedampft habe und sitze in diesem Aufnahmeraum und kein Mensch ist da. Und auf einmal bewegt sich die Wand so und hinter der Wand steht irgendwie ein 1,90 Meter großer Japaner mit einem langen weißen Bart und einer Unterhose. Der Typ heißt Chow und das ist der, den Bob Marley damals geholt hat, weil er das Mixing Board, das Sony Mixing Board aus Japan geholt hat und Chow kannte das halt. Und Chow war derjenige, der die Instrumente irgendwie immer repariert, das Mixing Board fixt, wenn da was nicht in Ordnung war. Und diese Wand kann man halt aufziehen und dahinter ist eine Matratze und da hat er halt gewohnt. Und ich sitze schon eine Stunde in dem Raum und dampf ein. Auf einmal öffnet sich diese Wand und da steht der große Japaner mit dem langen weißen Bart vor mir und so. Das war schon positiv gruselig. Then Gone, ja, das war so ein Song, wo alle, die in dem Raum waren, als der Song entstanden ist, gemerkt haben, irgendwie, das ist was Besonderes. Manchmal spürt man das so. Und ich glaube, so diese Frage, hast du mit dem Erfolg gerechnet, so kann man sich gar nicht stellen. Weil ich glaube, wenn du in dem Moment, wo du einen Song machst, irgendwie dich fragst, ob der Song erfolgreich sein wird, ist das schon der falsche Weg. Ich glaube, du musst dich eher fragen, so fühle ich das Ding und schafft der Song es mir, eine Gänsehaut zu geben. Wir haben diesen Rhythm gekriegt von Bobby Digital, ein legendärer Produzent in Jamaica. Und das Ding lief im Hotelzimmer und wir haben so rumgevibed und auf einmal kam so die erste Melodie und der Text dazu und alle haben sich nur angeguckt und haben gesagt, wow, that's the vibe. So. Wir haben dann gesagt, wir drehen das Video in Indien, weil der damalige Regisseur Oliver Sommer diesen Schiffsfriedhof unbedingt haben wollte. Also einfach diese krasse Realität, mit der die meisten Menschen zu tun haben. Dieses Rough Life, dieser Struggle, dieser Hustle, den jeder irgendwie hat, der ist halt auf diesem Schiffsfriedhof in so einer Intensität, dass ich das gar nicht geschafft habe, da zu drehen. So stellt man sich die Hölle vor. Also diese Container meilenweit, wo die Menschen leben, um fast mit den Händen Schiffe auseinanderzunehmen und von morgens bis abends und da auch nie rauskommen aus dieser Area. Und es war einfach so ein Ding, wo ich mich gefragt habe, warum ist das Leben so ungerecht so? Es ist wie so ein Lotto-Ding. Die einen werden da geboren, die anderen hier. Ich habe irgendwie mit dem deutschen Pass die Möglichkeit, in 168, glaube ich, Länder zu reisen. Und wenn du woanders geboren wirst, musst du da bleiben. Und das habe ich kaum ertragen, einfach diese Ungerechtigkeit. So. Die Journey to Jah Tour, ich glaube, das war 2002 oder 2003. Das war das erste Mal diese Erkenntnis, dass die Leute kommen, um meine Mucke zu hören. Und alles, was davor war, war immer, ich bin entweder Vorband oder ich spiele auf einem Festival, wo noch andere Künstler waren. Und das war so die erste Tour, wo wir alle gemerkt haben, so, wow, das funktioniert. Und
wir können das jetzt ein paar Jahre lang machen. Wir waren damals unterwegs mit Daddy Rings, Martin Yondo, Matthias the Dread, der hat auch ein paar Songs gesungen, Mamadi und Tamika. Und Matthias war so ein Chaot mit einem Riesenherz. Ich kann mich an eine Show erinnern, auf dem Chiemsee Reggae Festival, irgendwie 15.000 Leute. Und ich sag der Band noch so, ey, keep it low, so dass man, ich will den Leuten was erzählen. Und die Band spielt ganz leise. Man hätte eine Nadel im Heuhaufen hören können. Nadel im Heuhaufen, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Und dann klingelt das Telefon von Matthias. Das lag so auf der Drum und überall die Mikrofone. Es war draußen auf der PA, dieser Telefonsound. Und dann geht Matthias the Jet, geht ans Telefon. Vor den ganzen Mikrofonen. Und so, ich kann jetzt nicht telefonieren. Und ich drehe mich rum und denke so, das kann nicht dein Ernst sein, oder? Telefonierst du jetzt? Mama, ich rufe dich nachher zurück. Wahre Geschichte. Das war Matthias the Dread. Das Album Confidence war meine Veröffentlichung 2004. Das war so das Album, was alles nochmal auf ein anderes Level gebracht hat. Das ist auf 1 eingestiegen. Ein Album auf jamaikanischem Patois, was in Deutschland auf 1 in die Charts einsteigt und sich da 2 Wochen hält. Hat dann Platin bekommen und irgendwie wurde es dann so ein bisschen surreal. Wir haben Confidence auch ausschließlich in Jamaika aufgenommen. Und eine Single-Auskopplung war Intoxication von Don Corleone produziert, der übrigens jetzt auch das deutsche Album wieder mitproduziert nach so vielen Jahren. Und Intoxication war für mich so der Startschuss in dieses International-Business. So. Weil das war ein Song, der von einem Radio-DJ in Kingston gespielt wurde erst. Und auf einmal lief er überall auf der Insel. Und da war das noch so die Zeit, was in Jamaika lief. Das läuft dann auch in New York und in Kanada und in der ganzen Jamaican Diaspora und überall eigentlich. Und auf einmal kamen so Anfragen aus Suriname, aus Amerika, aus Portugal, von überall auf der Welt, aufgrund dieses Songs. So. Das war für mich der Startschuss so, ins International Business, ein Liebeslied meiner Frau gewidmet, Intoxication. Und das hat natürlich irgendwie nochmal ganz andere Türen aufgemacht. Confidence war so auch der Startschuss so zu diesem internationalen Touren. Irgendwie für eine Show nach Chile fliegen und so. Und ich gehe mit dem Hund im Wald irgendwie mittwochs und fliege donnerstags nach Chile. Freitags ist die Show, samstags fliegt man zurück. Dann ist man sonntags wieder mit dem Hund im Wald und denkt so, was war denn das jetzt? Auch die Tour war dann irgendwie, es war eine riesengroße Tour mit 4 Nightlinern und Gästen. Und es war einfach so dieses Gefühl von, was passiert hier gerade? Es war eine super schöne Zeit und trotzdem gab es auf einmal auch so diese anderen Seiten, dass man auf einmal gemerkt hat, ich bin jetzt eine Person im öffentlichen Leben so, und werde erkannt auf der Straße und angesprochen. Irgendwie bin ich dankbar, dass sich das so langsam entwickelt hat und nicht so dieser Hitsong da war und das über Nacht passiert ist. Aber es war schon einfach wieder ein anderes Level als zu der Journey to Jah Tour. Vielleicht haben wir uns auch so ein bisschen übertourt. Wenn ich jetzt so rückblickend da drauf gucke, irgendwie ist es auch so die ganze Zeit irgendwie auch in Trance. Und ich gucke mir manchmal Bilder an irgendwie, und dann kommen auf einmal Erinnerungen hoch, die komplett weg waren, weil alles auch mega schnell geht. Und die Seele braucht immer so 2 Tage, bis die ankommt. So. Und wenn der Körper aber schon nach einem Tag wieder zum nächsten Ort muss, dann kommt die Seele gar nicht mehr hinterher. Und so ging das irgendwie jahrelang. Und das ist manchmal so ein bisschen schade, was ich mir wünsche irgendwie. Ich würde es gern verlangsamen. Another Intensity war im Vergleich zum Voralbum Confidence dann erstmal ein Flop. So von irgendwie Platin auf 70.000 war irgendwie schon so ein Einbruch. Dann habe ich irgendwie auch eine andere Erfahrung gemacht, nämlich so diese Überheblichkeit, die mit dem Erfolg auch kommt. Im Sinne von, ich brauche nur pupsen und es wird gut. So. Bin wieder nach Jamaika geflogen und jetzt im Nachhinein ist es das Album, was ich so am wenigsten feiere. Ja, also teilweise zu hoch eingesungen, irgendwie kurz vor der Studio-Session noch an den Lyrics gefeilt. Und ich merke das immer dann, wenn man das Album live performt oder wenn es darum geht, in den Proberaum zu gehen, dass es auf einmal total schwierig ist, so mit den Songs, die auf dem Album sind, die Leute zum Moven zu bringen. Ja. The Nada Intensity war eben irgendwie, es war nicht so koscher alles, sowohl von der Albumproduktion, die Tour war war auch gut so und trotzdem war das die Tour, wo einfach die Leute am wenigsten gemoved haben, wo auch kritische Kommentare kamen und so, und das gab es vorher nicht. So. Und das war dann so ein Moment, so hey, da ist einfach was Wahres dran. So. Die Leute sind nicht dumm, die fühlen, wenn irgendwas nicht stimmt. Das war auch so ein Ergebnis von, ich finde Burnout immer so ein blödes Wort, aber so einfach zu viel Touren. Und dann kam irgendwie 2007
war ich auf einmal andauernd heiser und bin zum Arzt gegangen und da haben sich irgendwie so Polypen gebildet auf den Stimmbändern, die mussten abgeschliffen werden, also Stimmband-OP und so. Also eigentlich kompletter Breakdown so ein bisschen. Es war irgendwie eine ganz merkwürdige Zeit, die aber wiederum dazu geführt hat, dass man sich wieder aufgerafft hat. Neue Stimmbänder, also neues Glück so ein bisschen. Und 2010, glaube ich, war dann Diversity. Und der Plan war ursprünglich, ein Album, ein reines Roots-Reggae-Album zu machen, also so Back to the Spirit. Und ich war da lange in Kingston zu der Zeit und mich haben aber auch die ganzen Dancehall-Sachen total gekickt. Und irgendwann ist es so ein Sammelsurium geworden, super Wort, Albumtitel vielleicht, Sammelsurium. Und dann habe ich das Ding einfach Diversity genannt und habe alles das, was ich gefühlt habe an Songs, ob das Dancehall war, ob das Roots-Reggae war, ob das Hip-Hop-lastige Beats war, einfach draufgepackt. So. Und es hat funktioniert. Und es war auch wieder eine ganz andere Herangehensweise. Und da war dann wieder ein Erfolg da. Es ist dann Gold gegangen und man hat gemerkt, okay, so wenn ich da irgendwie mehr Arbeit und mehr Liebe reinstecke und auch mehr Respekt vor diesem ganzen Ding habe, dann funktioniert es auch wieder. Und dann fing es wieder so an, dass man sich so gesammelt hat. Diese Erfahrung von Another Intensity hat man halt mitgenommen. Dass man irgendwann so ein Gefühl und ein Gespür dafür kriegt, so ich weiß jetzt, wie Songs funktionieren oder glaube es zumindest zu wissen. Und früher war immer, ich drop das einfach, ich denke überhaupt nicht nach und es hat beides eine Qualität und ich glaube, wenn man die beiden verbindet, was mir bei Diversity gelungen ist, so, dann kommt man auch zu dem Ergebnis, was man so an Erwartungen an sich selbst hat. To the Top ist auch eine Single-Auskopplung aus Diversity gewesen, zusammen mit Christopher Martin und das war so ein Ding, wo ich auch so ein bisschen Angst hatte, dass die Reggae-Polizei jetzt kommt, so, weil das so ein schon sehr progressiv elektronisch modern war vom Beat mit einer durchgehenden House-Bass-Drum, aber von einem jamaikanischen Produzenten in Kingston produziert. Und die Leute, die es nicht gefühlt haben, haben gesagt, oh Gott, jetzt macht er Europop mit irgendwelchen Producern in Europa, wussten aber nicht, dass das auch der Sound ist, der gerade in Kingston stattfindet. Und der Song hat dann wieder auch ganz andere Leute erreicht. So. Aber war auch so ein bisschen schwierig, so, weil es so ein bisschen an diesem Kommerziellen gekratzt hat. Und ich finde, für mich ist immer wichtig, wie viele Menschen erreichen. Ich muss es aber selber noch fühlen können. Und wenn das beides der Fall ist, dann kann man es machen. Live Your Life ist ein Song mit Richie Stevens, so losgelöst von einem Album, einfach in Jamaika gemacht und rausgehauen. Der Sohn von Richie Stevens, Kappa Cat, den ich auch gut kannte, ist 2011 erschossen worden in Kingston wegen dem Handy. Und als ich das gehört habe, habe ich Richie angerufen. Wir hatten da auch irgendwie jahrelang nicht wirklich Kontakt. Es hat sich ein bisschen auseinandergelebt und ich habe Richie angerufen und gesagt, hey, I heard about it. If there's anything that I can do for you, let me know und so. Er hat dann gesagt, ich würde gerne mal weg hier aus Jamaika und so. Und ich sagte, ey, komm zu mir. Ich habe gesagt, komm einfach mit auf die Festivals, Ablenkung, anderer Spirit, anderer Vibe. Und er ist dann rübergekommen und irgendwann haben wir dann aber zusammen auch gesungen und hat sich irgendwo, hat so diese Kraft wieder in der Mucke gefunden und kam dann mit der Idee zu diesem Live Your Life Song, weil du einfach nicht weißt, was morgen ist. Und das ist die Main Message von dem Song, Live Your Life Today. You never know what tomorrow brings. So. Und mit dieser Tragödie so umzugehen, dass man die Musik so ein bisschen als Therapie auch benutzt, das hat irgendwo auf einem bestimmten Level funktioniert. Und dann haben wir gesagt, wir wollen ein Video dazu drehen und haben das dann eben bei diesem Festival in Polen gemacht. Wenn man nicht da war oder das kennt, dann wird man es nicht glauben, aber da sind irgendwie 500.000 Menschen vor der Bühne. Und das Video hat dann auch in Jamaika große Kreise gezogen und war nochmal so losgelöst von meinen Alben, einfach so ein Projekt mit Richie. Und Richie war immer ein Mentor und war der Erste, der mir diese Opportunity damals gegeben hat, in Jamaika Fuß zu fassen und so. Und deswegen ist es allerwichtigste oder ein ganz großer Teil vom Erfolg ist immer auch so, wer ist dein Team? Und rauszufinden, wer tut dir gut und wer nicht so. New Day Dawn ist 2013 erschienen. Ich habe viel mit der Band zusammengearbeitet, mit Big Finger, Josie viel produziert. Wir haben zusammen die Rhythms gebaut. Auf der anderen Seite habe ich viel mit Ben Basassian gearbeitet. Und wir waren auch zusammen in Jamaica bei Danny Brownie im Studio, der wieder den anderen Teil produziert hat. Memories war für mich persönlich eigentlich so der wichtigste Song, weil der Song mir geholfen hat, auch mit der Situation klarzukommen. Dass jemand, der dir halt ultra nah stand, auf einmal nicht mehr da ist. So, mein bester Freund und Fotograf, der Werner, ist halt 2011 gestorben und das war ja erstmal eine unfassbare Leere, so, die so entstanden ist. Und es war das erste Mal, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und die macht, glaube ich, jeder irgendwann mal, jemanden zu verlieren, der einem sehr nahe stand.
New Day Dawn war wieder so ein Stück Back to the Roots. Es ist auch das erste Album komplett ohne Features. Irgendwann gab es einen Anruf von MTV, dass sie Interesse hätten, ein Unplugged-Album mit mir aufzunehmen. Und das war natürlich der Wahnsinn, weil ich dieses Format halt absolut liebe. Und hab mir das am Anfang alles so ein bisschen einfach vorgestellt, weil mein Lieblings-MTV Unplugged ist das mit Lauryn Hill. Das war so für mich so dieses Bild. Und als wir dann angefangen haben, uns Gedanken zu machen, war dann, das funktioniert so nicht, sondern man muss wirklich die Songs alle komplett auseinandernehmen und anders wieder zusammenbringen. Es war eine unglaublich schöne Zeit, weil wir in diesen Stadtgarten 2 Wochen geprobt haben, Gäste eingeladen, Marlon Rudette, Milky Chance, Campino, Shaggy, Kimani Marley, Sherita ist gekommen aus Jamaika, Dean Fraser an den Horns, Hopen an der Trompete, also wir haben unsere Horn-Section nochmal aufgeplustert und das war somit auch die schönste Erfahrung, die ich gemacht habe. Sowohl diese Probe, als auch die Art und Weise, wie wir Songs für uns neu entdeckt haben. Und es waren, glaube ich, eingeladen 30 Leute oder 40. Und es hat fast was Heiliges gehabt, so dieser Spirit, der dann da war. Das ist so ein Album, was ich immer hören kann, wovon ich auch echt nicht müde werde, obwohl ich jetzt nicht der Typ bin, der viel seine eigene Mucke hört. Aber das ist so ein Ding, was man auch, glaube ich, in 100 Jahren noch gut hören kann. Das hat Substanz, es ist irgendwie wirklich was ganz Besonderes. Und es war natürlich auch eine mega Ehre, so als erster Reggae-Künstler dieses Format MTV Unplugged einspielen zu können.